Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 auf dem Dach der Kirche. Ich rutsche! Ich kann nie mehr hoch! Scheiße! Es kommt ein super geiler Parkour-Move. Aufgepasst! Oder auch nicht. Ja, das lief jetzt nicht so geplant, wie geplant auf jeden Fall. Ein bisschen Leben verloren. Kann man sich mal zwei Stimpicks gönnen auf jeden Fall. So, habe ich hier irgendwas in der Nähe, was ich machen könnte? Ja, Haus der Cabots. Was soll ich da nicht machen? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach hin. Das ist dort. Ein guter Einstieg in die Folge auf jeden Fall. Ach ja. Eine typische Seitengasse. Da würde ich nachts auch nicht reingehen. Ich überlege gerade, gibt es eine nachts in Fallout? Nee, das würde, glaube ich, das Spiel nochmal so ein bisschen gruseliger machen. Wenn man hier so durch die Stadt streift, ist es Nacht und überall so Ghule lauern. Oh, ich dachte gerade, was ist das denn hier für ein Gemächt, was da hoch steht, aber es war scheinbar nichts. So. Ich hatte gerade etwas Angst. Verschwinde. Lass mich rein. Edward Deegan hat mich Stimmt. hergebeten. Ah, du bist's. Gut. Komm rein. Nice. War jetzt doch leichter, als ich dachte. Ich hatte nur etwas Schiss, dank diesem schönen Bot, der da vor der Tür steht. Und sagt, ja, passen Sie auf, Sie werden beobachtet, ne? Und da wir den schon mal so einen schon mal geklatscht haben, jetzt wissen wir, wie lernst stark du den die sind. Boss kennen. Ach, hallo, Edward. Was ist das für ein Ort? Das sollte dir lieber Jack beantworten. Komm mit. Jack. Sparrow. Oh, nice. Viererkugeln. Hier sind die ganzen Kugeln. Ich würde gerne Billard spielen. Jack, der Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch. Er kommt gleich. Verdammt, ich muss die Mixtur noch anpassen. Hallo, hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Rein. Oh, die gehen gar nicht rein, ist ja lame. Hallo, Jack Cabot. Gut, Was ist das für ein Ort? Das ist das Haus meiner Vorfahren. Die Cabots haben hier schon immer gewohnt. Sieht ziemlich schon lange gut aus eigentlich vor dem hier Großen drin. Krieg. Wenn du dich fragst, warum wir hier geblieben sind, obwohl Boston in erbärmlichem Zustand ist, nun, diese Geschichte muss warten. Nett, dich kennenzulernen, Jack. Und ich bin sehr erfreut, dich kennenzulernen. Edward findet es lästig, aber ich möchte jeden persönlich kennenlernen, der für mich arbeitet. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Bitte, setz dich. Wo soll ich mich denn? Ich habe Angst, mich dahin zu setzen. Das wird. Bevor wir nichts. Zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Unterbrich Zeitpunkt mich nicht, für? Edward. Die Frage lautet: Glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Redest du von Außerirdischen? UFOs und kleinen grünen Männchen? Nein, nein. Das ist doch alles nur Hysterie. Dafür gibt es doch keine Beweise. Ich rede von der verborgenen Geschichte unseres Planeten. Den Ursprüngen der Menschheit. Uralte Kräfte, die die moderne Wissenschaft selbst auf ihrem Höhepunkt kaum begreift. Klingt auf jeden Fall interessant. Das klingt interessant. Wie schön, dass du das sagst. Das ist zu meinem Lebenswerk geworden. Mein Ansatz kombiniert strenge wissenschaftliche Methodik mit einem absolut offenen Geist. So vieles ist uns nicht mehr zugänglich, da die Menschen glauben, die Antworten schon zu kennen. Mein Vater hat eine Stadt in der Rub al-Khali in Arabien entdeckt, die auf 4000 Jahre vor dem Entstehen der menschlichen Zivilisation zurückdatiert. Die Bauwerke und Artefakte waren seltsam, sogar verstörend, eindeutig nicht von und für Menschen gebaut. Ich habe mein Leben lang versucht zu entziffern, was er entdeckt hat. Jack!
Kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, okay, bis etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay. Okay. Du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Ich bin bereit für meine Arbeit. Gut. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Nein. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Erstens, nach was für einem Paket suche ich? Es ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr musst du nicht wissen. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Okay. Bist du ansonsten bereit? Ja. Ja, wir sehen uns bald mit dem Paket wieder. Viel Erfolg. Lass dich bei deinem ersten Job nicht umlegen. Ich finde das Ganze so ein bisschen zwielichtig, muss ich sagen. So ein bisschen komisch wirkt es auf jeden Fall. Und ich möchte unbedingt einen neuen Hut haben, der nicht mehr so scheiße ist wie dieser. Ah, ich habe einen Schlüssel der Cabots. Nice. Jetzt bin ich hier auch hoffentlich willkommen, doofer Roboter. Komm doch her, ey. Ganz zwielichtig das Ganze. Ich habe ein ungutes Gefühl, wie das irgendwann sehr komische Ausmaße annehmen wird. Ich bin jetzt hier immer noch nicht willkommen. Echt nicht. Das Betreten des Rasens ist verboten. Oh, das Betreten des Rasens. Eieiei. Die Braumaschine muss ich auch nochmal irgendwann machen. Was haben wir hier? Ah, sprich mit dem Chef der Wachen. Okay. Und hier trifft Deacon bei der alten Autobahn. Okay. Triff dich um 18 Uhr mit dem Travis im Duckout Inn, Flugsensor, Virgil im leuchtenden Meer. Braumaschine könnten wir eigentlich echt mal machen. Sprich mit Bobby oder als Silver Shroud mit Hancock treffen. Das mal jetzt mal nochmal. Na, da haben wir ja den Breitseiter, der die Kanonenkugeln schießt. Ich glaube, der macht ordentlich Schaden. Kann ich mir zumindest so vorstellen. So, Daten, Inventar, Kleidung, Silbershot-Rüstung und Silbershot-Hut. Und reinmarschiert. Bin ich mal gespannt, was jetzt Hancock zu sagen hat. Ich finde es bei Fallout immer so, egal für wen du Quest machst, du hast immer so Hintergedanken, ist das jetzt so richtig? Was mache ich damit bei anderen Leuten kaputt oder ähnliches? Das ist so schlimm. Bist du so ein, wie nennt man das noch, Geschichtsfreak? So, normal die Treppe hochgehen, das schien gerade etwas zu... Oh, ich bin ein bisschen in den Keller gefallen, das war ja schlau. Was? Sind wir jetzt Kumpels? Willst du blöd rumlabern? Dann ah, Kent, hi. Es ist vollbracht. Der gefürchtete Sinjin ist Geschichte. Ganz allein hast du den großen, bösen Sinjin erledigt. Dann tanzen wir weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz. Ein Asimov, nice. Gibt es noch mehr zu tun? Du hast schon mehr als genug getan. Ah, Kent, Kumpel. Warum das lange Gesicht? Du hast doch, was du wolltest. Ich wurde gefoltert. Bin fast draufgegangen. Das ist ganz anders als in den Hörspielen. Hey, wir wurden doch alle schon mal gefoltert. Wer gegen das Böse kämpft, der trägt eben immer ein paar Narben davon. Kommt schon. Good Neighbor ist jetzt dank euch beiden ein wenig sicherer. Nach allem, was wir erreicht haben, hättest du irgendetwas anders gemacht, Kent? Nein. Das heißt, vielleicht hätte ich die Tür abgeschlossen. Ich brauche etwas Zeit. Zum Heilen, weißt du? Aber danach habe ich ein spezielles Projekt im Auge. Okay. Nur für dich. Ich schalte meinen Radiosender wieder ein, wenn ich Fortschritte machen sollte.
Kennst du Schach? Manchmal muss man eine Figur opfern, um das Spiel am Laufen zu halten. Hancock? Merk dir das. Los. Ich bin ganz Ohr. Stimmt was nicht? Kann aber nichts sagen. Naja, kennt mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht, was du und Hancock gesagt haben. Ich kann nicht aufgeben, aber ich bin kein Kämpfer. Vielleicht kann ich ja wenigstens etwas tüfteln. Dein Short-Kostüm noch besser machen. Das klingt super. Von was für Verbesserungen sprechen wir hier? Die Panzerung ist gut, aber sie könnte noch besser sein. Und vielleicht sind noch ein paar mehr Verbesserungen drin. Dann mal los. Er ist einfach gegangen. Er geht einfach raus. Ich unterhalte mich mit ihm und er geht raus. Das ist eine Frechheit. Kent. Hast du ein Problem? Entschuldigung. Ich habe das Kostüm ein wenig optimiert. Bist du bereit für neue Arbeit? Oh ja. Dann mal los. Lass mal sehen. Ich habe eine... Sich Menschen nicht schaden. Ja, nice. Ist jetzt stärker. Wie hörst du jetzt einmal auf, wegzulaufen? Tut mir leid, Trout. Ich habe keine Verbesserung fertig. Hey, ich will ja nicht angeben, aber ich bin ein Liebhaber und ein Kämpfer. Verstehst du? Okay. Und who fucking cares? So, Silvershroud. Gut, Silvershroud-Rüstung. Ist jetzt mittlerweile okay, die bringt mehr, weniger physischen Schutz, aber mehr Schutz gegen Energiewaffen. Aber wir kämpfen ja noch nicht gegen viele Thins. Warst du schon mal in Diamond City? Gibt gute Nudeln da, aber die Leute sind Arschlöcher. Okay, so. Können wir hey, hin? Du. Suchst du Arbeit? Ja. Yeah. Ja, wann kann ich anfangen? Ha. Da ist aber jemand eifrig. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich gebe dir 50 Kronkorken, wenn du den Job machst. Das ist ein bisschen wenig, meinst du nicht? Interesse? Das ist ein bisschen wenig. Da ist noch mehr drin. Glaub mir, später bekommst du noch deutlich mehr. Nimm einfach die 50 Kronkorken. Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Du wirst mir einfach vertrauen. Mann, ey. Kein Charisma. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Ich erzähl dir, worum es geht. Okay. Bobby Nasenlos. Bobbys Wohnung. Ich hätte jetzt gesagt, Bobby ist ein Kerl, aber... I'm very excited. Sieht auf jeden Fall sehr heil aus hier. Daten, das große Graben. Trifft Bobby drinnen. Und wo ist Bobby? Ach, unten. Okay. Ich schaue mich erstmal um. Aluminium los. Nice, nehmen wir mit. Aluminium ist immer gern gesehen. Was haben wir hier sonst noch rumflattern? Und was wichtig. Oh. Bobbys Terminal. Okay, es buggt hier gerade scheinbar rum. Ich kann das aber nicht entsperren. Es ist lol. Das geht einfach nicht. Okay. Stehen von benötigt Terminal. Ja, ich kann den Terminal nicht mehr benutzen. So, was planst du hier bitte? Bereit, an die Arbeit zu gehen. Sagst du mir jetzt, was wir eigentlich machen? Wir ziehen einen Job durch. Fette Beute. Holen uns ein paar Sachen, die rein technisch gesehen noch nicht uns gehören. Schätze, es geht mich eigentlich nichts an, solange ich bezahlt werde. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich mag Leute, die nicht zu viele Fragen stellen. Das heißt, bis jetzt gefällst du mir. Ich hoffe, das bleibt so. Du wirst ein bisschen graben. Ach, was buddeln wir? Vergrabenen Schätzen? So könnte man es nennen. Und nun mal im Ernst.
Genug jetzt mit den Fragen. Ich mag das nicht. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Eigentlich möchte ich nicht. Naja, egal. Die sind aber schon ganz schön weit gekommen. Aber ich würde sagen, mit dem Thema machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.